Jo Leute, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Tales of Graces F mit Belias LP. Und mit Nami LP. Jo, im letzten Part waren wir hier und der Espel hat einen Traum gehabt von seinem Vater. Er hatte Gewissensbisse. Nichtsdestotrotz müssen wir trotzdem Lorne vor Fendel beschützen und dann machen wir jetzt einfach mal weiter. Jo. Als allererstes werden wir jetzt erstmal den Mixer aufladen, der ist schon voll. Und ein paar Anfragen erledigen. Und zwar geht es um Quichet. Können wir abgeben. Jo, drücken wir dem Hausmädchen erstmal Quichet in die Hand. Und dann gehen wir in den ehemaligen Father's Room. In den Raum von dem nicht mehr vorhandenen Vater. It feels weird sitting here. This is where Dad did most of his paperwork. Frederick, do you know if this report is still accurate? It claims we can pass through the seaside cavern beyond Lawn Hill and emerge near the enemy encampment. If that's true, we could use the cavern to stage a surprise attack. Pardon me, Lord Asmel? Da kommt der Bailey. The Bailey. You look at home here. Does this mean our land finally has a new lord? It does. I know I'm young, but I'll do my best. I hope you'll help me, Bailey. I am yours to command, my lord. Have you heard from the Royal Knights? Will they ride to our aid? Unfortunately, it doesn't sound good. I fear we fight this battle alone. I see. As such, I'm considering how to deal with Fendel. What are you planning? We should strike. It's time we went on the offensive. We can use the seaside cavern to stage a night attack on their main camp. Interesting. Yes, the cavern should allow us to approach the enemy undetected. We'll split into small units and regroup near the exit. Then, when night falls, I will lead the attack. Ready the men. I want to be there tonight. So soon? The enemy is still recovering from today's battle. The timing is perfect. For the sake of Lant, we must not fail. We shall begin preparations at once. Da kommt ja noch wer. I want to be a part of this fight, Asbel. I want to help drive Fendel from my home. Sharia, I want to go too. Thank you. Thank you both. We'll leave as soon as preparations are complete. I want to make sure we reach the cavern before nightfall. I'll be ready. So, da halten wir wieder Kontrolle. Eine Sache möchte ich euch noch zeigen. Es kann sein, dass ich es im letzten Part schon erwähnt habe. Und zwar folgendes. Es geht um ein paar Items, die wir im Mixer haben. Es geht um gewöhnliches Metall und Wasser der Vergebung. Das solltet ihr immer im Mixer haben. Gewöhnliches Metall vor allem, weil wir das ewig oft brauchen werden. Es sollte immer oben an erster Stelle im Mixer sein, bis wir ein weiteres Metall bekommen. Es gibt, glaube ich, noch zwei weitere Metalle. Aus gewöhnlichem Metall und Wasser der Vergebung könnt ihr einen Kristall machen, irgendwas Wasserkristall oder so. Den könnt ihr dann wieder mit einem Eisenschwert zu einem Katana machen. Ist im Augenblick die bestmöglichste Waffe. Das werden wir machen, so wie wir die Items haben. So, dann würde ich sagen, gehen wir mal raus. Jetzt können wir nämlich zur Grenzfeste gehen von Fendel. Juhu! Auf zur Grenzfeste. Und da ist es schon produziert, der gewöhnliche Metall. Das ging ja schnell. Der gewöhnliche Metall. Nein, Spaß. Okay, und wir gehen jetzt raus. Es gibt jetzt gleich einen Skit, aber vorher noch eine Videosequenz. Wunderschön, wunderschön. Hier auf der Route gibt es keine neuen Monster und auch keine neue Magic-Karte, denn hier waren wir schon. Das ist die Route mit Landbühl. Da haben wir schon alle Monster geschnappt. Ja. Auch diese Hornissenkäfer. Was ist ein Hornissenkäfer? Ich meine Hornkäfer oder... Ach... Käfer und Captain Blaubär. Alle ja. Schon im Sortiment. Captain Blaubär. So. Weiter hier oben müsste eine Videosequenz kommen. Sag ich doch. Der Hellseher wieder. Sophie, don't wander too far.
Alright. Why do you call her that? I don't know. She needs a name, right? Even though we have no idea who she really is? Look, I'm just... You need to come back to reality. Everything has changed since... Since then. You're right. It has changed. Sophie's dead. My father's dead. Hubert got adopted by some guy in Strata. Oh, and my oldest friend treats me like a total stranger and has apparently given up on smiling. Oh, knallhart. Ja, knallharter Spruch. Look, I know this is all my fault, okay? That's why I decided to stay. What do you call this flower? It's a Sopharia. That's where we got the name Sophie. Sophie. Asbel calls me Sophie. Sorry, I should have asked you first. No, it's fine. Please call me Sophie. I like this flower. It feels warm and familiar. It makes me happy to be named after it. If you like it, why don't you grow another one? Here, take this. It's a Sopharia seed. This will turn into a Sopharia flower? When we get back to the manor, you can plant it in the flower bed. All right. Der verarscht sie doch glatt, das sind doch Hundeknödel, das war doch niemals, war das ein Sopharia Seed. Was, Hundeknödel? Ja, so sagt man bei uns so eine Scheiße. So. Ach so, ich kenne nur Meisenknödel, wo man die Meisen mitfüttert. Das war gerade ein Witz von mir, das meinte ich nicht ernst. Ja. Ich wollte nur sagen, der Espel verarscht die Sophie, indem ihr einen Hundeknödel hinlegt, anstatt ein Dings. Naja, na, egal. Lecker. Okay. Als allererstes müssen wir ein Stück zurück. Ihr wundert euch vielleicht schon, denn hier oben gibt es einen Skid, der sehr schnell zu verpassen ist, wie ihr sehen könnt. Yo. Go ahead. Just shoulder the blame all by yourself. What's wrong? Nothing. I'm just irritated. Irritated? It's kind of like being angry, but you're cute, Sharia. Where'd that come from? When I asked Asbel, he told me to say it to you. Hey, Sophie, will you tell Asbel something from me? Sure. Tell him to butt out. Butt out. Right. Oh man. Sophie oder Sophie mit Fragezeichen hinten dran ist jetzt so die Kommunikation zwischen Asbel und Sharia. Weil die beiden sich ja noch zoffen. Jetzt können wir zur Seeküste gehen oder Seehöhle, irgendwie so, Küstenhöhle. Küstenhöhle. Ja, und können da unseren Überraschungsangriff vorbereiten. Bevor wir das machen, werden wir... Knuddeln wir den Turtles. Genau, ja. Erstmal holen wir uns einen morschen Reißzahn, welchen wir schon haben, eine Schatztruhe mit einem Trank des Lebens oder zwei Tränke des Lebens. Turtles knuddeln. Oh Mann. Und hier einmal den Mixer laden und natürlich dualisieren, denn wir haben ja jetzt gewöhnliches Metall, Wasser der Vergebung. Feuchter Kristall, den kann man immer wieder herstellen mit derselben Kombi. Wir werden jetzt Feuchter Kristall und Eisenschwert, was man auch immer wieder bekommen kann und wir sogar zweimal haben dürften. Yo, werden wir zu Katana machen. Juhu, Katana! Und das Katana werden wir gleich mal aus Spaß ein bisschen upgraden, warum nicht? Ich guck mal, ob Asbel das noch ausgerüstet hat jetzt. Müsste er aber. Yo, Katana 1 oder plus 1. Dann kommen wir hier an den Safe. Da werde ich jetzt einmal kurz eine Sicherheitsspeicherung machen auf den neuesten Safe. Oder den ältesten, besser gesagt. Genau. Und dann geht's in die Höhle. In die Küstenhöhle auf Crazy Doom. Mal gucken, was wir da so finden. Bestimmt wieder Seesterne. So kleine Patricks. So this is the Seaside Cavern. I can't believe I've never been here before. No one has seen us yet. Good. Let's keep it that way. Now come on. We're almost to the other side. So, hier gibt's eine Truhe. Das Grollen im Hintergrund. Das war gerade mein Bär, den ich eingefangen habe. Keine Sorge.
Und drauf geht's, drauf. Ich spiele übrigens Sophie und... Ich spiele Espel. Genau. Lol. Wie das so synchron zu dem Dings gerichtet sind nach vorne. Klar. Und ich meine, ich habe gerade einen Titel gelernt. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich check mal alle Titel durch. Ja, aber es wechselt irgendwie im Moment irgendwie alleine. Dann mach doch manuell. Ja. Emmanuel. Ja, Emmanuel. Machen du die Emmanuel. Für alle, die es interessiert, wir spielen immer noch auf Chaos. Wir werden immer auf Chaos spielen, soweit es geht. Ja. Und wenn wir mal nicht Chaos spielen sollten, sagen wir euch vorher Bescheid. Ja. Aber bis jetzt läuft ja alles ganz gut. Der Damage ist noch, gut zu vertragen. Ja. Also bis jetzt hatten wir noch keine Schwierigkeiten auf Chaos. Da ist wieder ein Skit. Being in a place like this sure doesn't lift my spirits. Hey, Asbel. I just told Sharia that she was cute. And she said that you should butt out. What? You told her that? Come on, I was just kidding around. She was already irritated when I told her. Sherry has been angry ever since we met in Barona. Feels like everything's collapsing around me. Is it? Nothing seems to be falling apart. Everything is intact. Lol. Sie schnallt es nicht. Egal. Ist halt eine Sophie. I didn't think we'd actually have to swim through this place. I'm all wet. Are you cold? If it's too much, take Sophie and head back to Lant. Don't worry about me. I'm the one who asked to come, remember? Or were you just thinking that maybe I'm in the way? Deprecherio. Do you even really want me here? If not, you should just say so. No, I didn't say that. I'm actually really happy you're here. I just don't want to push you too hard. I couldn't stand it if something happened to either of you. Sharia, you're wet too. So, so. I'm gonna wring out my clothes. So turn around. Oh, right. Oh mein Gott. So, wir haben wieder die Kontrolle und ein Skit taucht auf. Eintauchen. There may be other points in this cave where we have to swim underwater to keep moving forward. Okay. Let's make sure we don't miss anything. We'll move slowly and carefully. You okay, Sophie? And Sharia, you should be careful not to catch a cold as well. Hey, don't stare at me like that when I'm all drenched. Sorry. Oh Mann. Was für Unterhaltungen. Als allererstes gehen wir hier nach links und da gibt's noch ein paar Items. Yo. Unter anderem Sirup. Sirup! Ein Render Patrick und Elf Trank C. Von der Akku. Wie der gerannt kam. Tja, siehst du mal. Also wartet, ich muss euch noch kriegen. Hallo SpongeBob. Ja, und da tritt der Patrick mir auch in den Hintern. Victory is ours. Geht doch alles. Alles, was wir an Damage kriegen, wird im Moment sowieso geheilt. Aufgrund von, falls es jemanden interessiert, aufgrund von Reisomelette. Ja, oh, müsst ihr euch merken, Reisomelette ist immer gut im Mixer zu haben. Ja. Oh nee, was drück ich? Ich hab grad nicht aufgepasst. Geht doch. Juhu. Und da ist der nächste Patrick. Den wir genauso verprügeln. Ich finde das immer genial, wie die so rennen, ey. Sieht voll witzig aus.
them. Ja, denke ich auch, dass das alle waren. 400 Erfahrungspunkte, nicht schlecht. Aber wer weiß, vielleicht kommt um die nächste Ecke auch schon der nächste Patrick. Hier müssen wir gut aufpassen. Hinter einer dieser Säulen ist ein Item und ich weiß nicht, hinter welcher. Müssen wir alle schön absuchen. Wahrscheinlich hinter der hier? Nee. Da. Trank des Lebens. Wir wollen ja auch alles öffnen, also von daher gehört das auch dazu. So, den haben wir gleich down. Und weg damit! Juhu! Oh, cool. Espel hat seinen Titel fertig. Genau, wollte gerade sagen, hab 5 Sterne zumindest. Da können wir immer wechseln. Ist einfach praktischer, wenn man es bei 5 schon wechselt. Ich guck mal, was haben wir denn noch Feines? Ich würde sagen, nehmen wir doch zuallererst mal das da hinten. Der kritische Haudegen. Kritischer Haudegen, klar, der kritische Haudegen. Espel ist so ein Haudegen, also echt. Ja, das ist so eine Knorkewurst, ey. Ach, ich sehe gerade, der Part ist auch schon vorbei. Wir machen noch den Kampf hier fertig. Dann werden wir offscreen die ganzen Monster hier sammeln, so wie immer. Ja. Und dann kommt auch schon der nächste Part. Aber für euch natürlich erst morgen wahrscheinlich. Ja, genau. So. Betulu vorbei. Dann würde ich sagen, von meiner Seite aus erstmal ciao, ciao. Bis zum nächsten Part. Wir freuen uns auf euch. Ciao, ciao.